Ja, hallo Leute und damit willkommen zurück auf Creative Simon und zu einem weiteren Datapack-Video. Das Ganze ist heute mal von mir für mich oder eher gesagt ein Update eines alten Datapacks, und zwar gibt es heute die Jetpacks Version 2. Das ist auch bis zur 1.16.2 kompatibel und wie immer, auch wenn du einen Wunsch hast, schreib ihn doch gerne in die Kommentare und dann werde ich mich in den nächsten Wochen drum kümmern. Und wenn du in den nächsten Wochen nichts mehr verpassen möchtest, empfehle ich dir jetzt den Kanal zu abonnieren und dazu auch noch die Glocke zu aktivieren, um wirklich sicher zu gehen, dass du kein weiteres Video mehr verpasst. Und damit würde ich sagen, fangen wir mal an. Als allererstes gehst du jetzt in die Videobeschreibung und downloadest dort das Datapack. Nachdem der Download abgeschlossen ist, installierst du dieses, und falls du nicht weißt, wie man Datapacks installiert, kannst du jetzt einmal oben rechts auf die Infocard klicken. Weiter geht es danach in Minecraft und dort müssen wir einmal /reload eingeben und dann hier schon stehen Jetpacks bei Creative Simon und im Chat ist wie immer etwas Eigenwerbung sowie ein Erklärungsvideo. Wir brauchen wieder einen Eisenblock, eine Blaze Rod und einen Nether Star. Das Ganze ist ein bisschen kostspielig und erhalten dann das Jetpack. Ziehen wir es an, brauchen wir noch unseren Treibstoff, das ist immer noch Blaze Powder. Das müssen wir in die Offhand tun und können dann einfach hier runterspringen und losfliegen. Ja, was ich gefixt habe, man kann jetzt auch nach oben fliegen, das seht ihr hier ganz schön. Und links seht ihr auch noch, der Treibstoff geht wie immer weg. Es ruckelt ein bisschen und das liegt jetzt, glaube ich, daran, dass Minecraft mehr merkt, dass ich gute Hardware habe mittlerweile. Denn das letzte Video 2018, da hatte ich, glaube ich, noch nicht diesen PC. Und jetzt sieht man halt schon mehr die Technik dahinter. Ja, aber es funktioniert wie gehabt ohne Probleme. Und ihr könnt das jetzt gerne downloaden. Der Link ist wie immer in der Videobeschreibung. Und damit würde ich sagen, wenn es euch gefallen hat, dann lasst doch einen kreativen Daumen nach oben da. Und wenn ihr nichts mehr verpassen wollt, auch ein Abo und die Glocke nicht vergessen. Und dann sehen wir uns im nächsten Video.